Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Trotz der Wagner-Implosion kein Frieden. Und was wird besser in dieser? Auch ruhig schön weiter implodieren. In Sonneberg wird erstmals ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt. Was hilft jetzt? Unaufgeregtheit. Die AfD hat ja jetzt Alarm kassiert bis zur New York Times und zurück. Ich glaube, der Corona-Ausbruch bei einer Karnevalsfeier am Niederrhein hat zuletzt so geschallert. War ja beides nicht lustig. Und eine Partei, die sich notorisch medial übergangen sieht, findet mal statt. Außerhalb einer harten Nerd-Szene weiß sowieso kein Schwein, was einen guten von einem schlechten Landrat unterscheiden mag. Ob der neue vaterländische Verwalter da jetzt Rassentrennung auf dem Radweg einführt oder kurz telefonisch mit Putin diese leidige Ukraine-Sache abräumt. Also hilfreich wäre ja nur nüchtern zu gucken, ob der was liefert. Was er auf den Plakaten versprochen hat, lag komplett außerhalb seiner Amtsgewalt. Also in dieser sachlichen Perspektive wäre dann Sonneberg kein Multispreader-Event, sondern halt ein Wahlkreis, der sich tüchtig vertan haben könnte. Helfen kann man denen nichts, helfen hilft nichts, die wollen Autorität. Bundesfinanzminister Lindner sagte zum AfD-Wahlerfolg, das größte Standortrisiko für Ostdeutschland ist die AfD. Kämen Sie als Fachkraft noch her? Der Klassiker. Was sollen denn die anderen denken? Lenkt hilfreich davon ab, es selbst zu tun. Versuchen wir es ausnahmsweise trotzdem. Sonneberg zum Beispiel hat unterdurchschnittliche 5% Arbeitslose, aber bei den Nichtstaatsbürgern dort über 11%. Der Landkreis ist nationaler Rekordhalter in Mindestlohn, also nirgends ist der Anteil an Mindestlöhnern höher als dort. Es ist also ein bisschen Kümmerstaat mal Perspektivlosigkeit gleich Langeweile. Die Erz-, Glas-, Stahlindustrie starb nacheinander weg und hier bräuchte man also erstmal Industrieansiedlung, damit man sich dann ärgern kann, wenn keine Fachkräfte folgen. Genau genommen müsste der FDP-Chef also die standortscheuen Unternehmer kritisieren. Ja, dann wäre er aber ein Standortrisiko. In Frankreich erschoss ein Polizist den 17-jährigen Nahel M. Nun soll die Polizei die Ausschreitungen, die sich anschlossen, beruhigen. Geht so Deeskalation? Ja, man hört jetzt wieder die Revolution, die Barrikaden an die Laterne, das sei in Frankreich halt staatsbegründende Folklore. Und das soll einen dann ein bisschen von dem Horror der bürgerkriegsähnlichen Bilder ablenken. Wenn man mit Ablenken fertig ist, ist immer noch genug Horror da. Ein Gesetz von 2017 erlaubt es der Polizei, Befehlsverweigerer grußlos zu erschießen. Das waren 13 Tote bei Verkehrskontrollen voriges Jahr. Diesmal ist der Todesschütze ein Afghanistan-Veteran und ordensgeschmückt als Gelbwesten-Bekämpfer. Die Eskalation hat also Tradition und einen Trumpf, auf die kann man sich mal verlassen. Beide Seiten sind drauf verabredet. Deeskalation finge damit an, dass jemand sie will. Die Ampel feierte die Einigung beim Heizungsgesetz. Die Sonderregel für über 80-Jährige wurde nun gestrichen. Altersdiskriminierung? Diese Greisenklausel war ein gut gemeinter Selbstmordanschlag. Klimawandel jetzt mit vermindertem Eintritt für Rentner, Schülerinnen und Schüler und Kriegsversehrte. Vulgo, was da vor uns liegt, was die Ampel uns antun will, ist nur was für ganz starke Gemüter, für Leistungsfähige. Deutlicher kann man das Wort Zumutung nicht formulieren. Das Gebäudeenergiegesetz sei ein Meilenstein für den Klimaschutz, sagen die Grünen. Wer kann die Novelle nach all dem Streit noch feiern? Das ist was für Leute, die nach 168 Seiten Lektüre gerne mal genau gar nichts verstanden haben. Es ist unfassbar kompliziert, fachchinesisch, Querbezüge durch alle Gesetzbücher, voll durchschrotet. Ich wäre stolz gewesen, wenn ich damals, naja, die Hälfte als Masterarbeit abgegeben hätte. Versteht kein Schwein, aber sieht wissenschaftlich aus und oh, Bingo, Fußnoten. Auch Delfine sprechen mit ihrem Nachwuchs Babysprache, entdeckte ein Forscherteam. Wer sollte seine Kommunikation an deren Zielgruppe besser anpassen? Ungefähr mit einem halben Lebensjahr beginnen Menschenbabys zu prabbeln, so kleine Laute. Und dann kommen die Eltern und sagen, oh, es fängt an zu reden. Sag mal Mama, sag mal Papa, sag mal non-binäres Betreuungswesen. Und das ist alles Quatsch, weil es geht nur genau darum, die Eltern zu triggern, zu reden, damit dann die Babys von ihnen sprechen lernen. Ich vergleiche das jetzt definitiv nicht mit Wahlergebnissen in Ostdeutschland. Die ExpertInnenkommission bestätigt, die Enteignung privater Immobilienbestände ist möglich. Ist es noch sicher, in Berlin zu investieren? Ja, die Kommission ist kein Verfassungsgericht,
wo das Ding dann unweigerlich landen wird. Und unter anderem haben sich die Experten und Expertinnen gedrückt vor der Frage, wie soll die Enteignung denn bezahlt werden, in welcher Höhe, welches Geld kriegen die Wohnungskonzerne. Vorschlag zur Güte, Marktpreis bezahlen und Enteignung nennen. Und was machen die Borussen? Erstes Spiel der neuen Saison gegen Köln. Ja, liebe Kölner, ich weiß, ihr habt uns 8 Minuten am letzten Spieltag das Gefühl gegeben, dass wir Meister werden. Nein, liebe Kölner, da gibt's nichts für. Wir sind nicht nachtragend.